Hallo Wilfried. Wilfried Rappenecker ist einer der langjährigen Shiatsu-Lehrer in Europa und am Kirntaler Hof. Ein ganz wesentlicher Aspekt des Shiatsu am Kirntaler Hof ist diese gute Berührung. Was macht beim Shiatsu die gute Berührung aus? Was ist dieses Konzept? Ja, das ist sehr interessant und ich bin nach wie vor dabei, das zu erforschen. Weil das, was ich heute darüber weiß, habe ich früher einfach nicht wissen können. Und im Laufe der Jahre haben wir herausgefunden, dass gute Berührung ganz unterschiedliche Aspekte beinhaltet. Das eine ist, dass man überhaupt berührt. Das heißt, der Mensch fühlt sich berührt. Dann ist wichtig, dass er sich auch in seiner Tiefe berührt wird. Nicht nur an der Oberfläche, nicht nur ein wenig angekratzt, sondern sich wirklich berührt fühlt. Es bedeutet auch, dass die Berührung weit reicht. Das heißt, dass sie ganz verschiedene Aspekte dieses Menschen zusammenfasst. Es bedeutet auch, dass sie dem Menschen Freiheit gibt, dass sie ihn nicht einengt. Und es bedeutet, dass der Mensch sich mit sich selber versöhnt werden kann, sich mit sich selber versöhnen kann. Das sind viele Ansprüche, hohe Ansprüche natürlich an eine Berührung. Und wir haben herausgefunden, dass eine gute Berührung steht und fällt mit der Präsenz der behandelnden Person in ihrem eigenen Körperraum. Es ist nicht so sehr, welche Tricks die Hände anwenden, sondern wie präsent ist der Mensch in sich selber. Darum geht es. Und das ist eine große Herausforderung, ein lebenslanges Training. Es ist wie ein Qigong-Training, was man nie beendet. Je mehr wir als Behandler in uns selber sind, entspannt in uns sind, in uns ruhen idealerweise, umso leichter können wir in den Schultern entspannen, in den Armen entspannen, Handgelenken und wir berühren auf eine Weise, die den Menschen tief erreicht und die den Menschen auch berührt, ihn bewegt. Und je weniger ich präsent in mir bin, umso weniger ist das möglich. Mhm. Wie kann man das lernen? Zum einen natürlich vermitteln wir das in unserer Shiatsu-Ausbildung, aber jeder muss selber daran arbeiten. Es ist, wie gesagt, ein lebenslanges Training. Auch für mich immer noch heute ein Training, in dem ich mich auch heute noch befinde. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten, das zu unterstützen. Das eine ist die Shiatsu-Praxis. Wenn man Shiatsu lernt, wenn man Shiatsu praktiziert, dann lernt man das ein wenig. Das andere ist Meditation, Yoga, Qigong oder andere Künste. Jeder, der professionell Shiatsu machen möchte, sollte ein Übungssystem haben, dem er sich verschreibt und dem er dann folgt. Oder auch zwei. Und dann vermitteln wir in unserer Schule die inneren Techniken. Die inneren Techniken sind Techniken, quasi wie Techniken des stillen Qigong, die etwas in uns bewirken, die etwas in uns öffnen und verändern. Und gleichzeitig verändern sie die Qualität der Berührung, ganz essentiell. Das ist sehr faszinierend, das zu sehen. Und das Dritte ist etwas, worauf wir auch, als Letztes etwas, worauf wir auch sehr achten, ist eine innere Technik der Aufrichtung und Ausdehnung. Das heißt, es kommt darauf an, dass die behandelnde Person nicht in die Stelle, die sie berührt, hineinsinkt, sondern dass sie sich aufrichtet und aus der Entfernung quasi dort berührt mit ihrer ganzen Präsenz. Und die Wirkung geht am tiefsten, die reicht am weitesten. Wie gesagt, ein sehr interessantes, spannendes Thema, lebenslanges Training, in dem ich mich verschrieben habe und ich bin froh, dass ich das nach wie vor üben darf. Danke vielmals, Wilfried.